Aber ich sag mal so, gegen mein Internet kann ich eh nichts machen. Ich glaube, mehr wie jetzt an Leitungen technisch kriege ich glaube nicht rein oder ich müsste umziehen. Und das ist nicht geplant. So. So, pass mal auf. Wir gucken mal, wie jetzt die Heilungsrate aussieht. Oh nee, pass auf, wir gucken mal Todesfälle. Das ist immer noch das Höchste. Okay, das ist aber gesunken. Das ist gesunken. Das war vorhin auch weiter oben. Station muss immer noch viel mehr gemacht werden. Spritzenhaus müsste auch noch viel, viel mehr. Ja, Spritzenhaus. Okay, wir arbeiteten hier in Spritzenhaus. Du, ja? Ich glaube, du bist aber nur ausschließlich gerade hier drin. Kann das sein? Nein, du bist da voll drin. Spritzenverwaltung, ja, denn aber. Hallo. Großschotten, danke. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Jetzt bin ich aber auch gerade verwirrt. Jetzt bin ich aber auch gerade verwirrt. Also, holla die Waldfee. So. Entwiesungsanlage. Was könntest denn du gebrauchen? Ich habe jetzt Behandlung auf 2. Komm, wir gucken mal ganz kurz. Behandlung auf 3 wäre ja auch noch möglich. Behandlungskompetenz. Diagnostik brauche ich glaube nicht. Hier wäre die Zufriedenheit. Erhöht die Zufriedenheit mit den Patienten und mit dem Umgang von Mitarbeitern. Ich glaube, ich würde schon gerne Behandlungskompetenz machen. Weil umso besser die ist, würde ich jetzt behaupten. Umso höher ist ja, glaube ich, auch die Heilungschance. Annehmen. Alter! Ah, jetzt sammeln sich hier gerade Leute. Diagnose, Zufriedenheit. Ja. Boah. Okay, ich muss hier, glaube ich, mal ein bisschen in den Wartebereich investieren. Zack. Müssen wir auf jeden Fall hier nochmal ein paar Bänke hinpacken. Ein Broschürenständer. Warte mal, kriegen wir den ja vielleicht auf der Ecke hin? Ja. So, Mülleimer, weil die werden definitiv alles vollmüllen wieder. Der Abfalleimer. Wo packen wir den mal hin? Komm hier, wenn du aus der Tür rauskommst, kannst du gleich reinkotzen. Nicht jetzt. Okay, ey, was, dass sich hier so auf einmal so viele Leute anstauen, das ist Wahnsinn. Mega-Scanner. Was ist eigentlich mit unserer Forschung? Die geht auch gar nicht in Schleppen voran, muss ich sagen. Okay, das war ein Ruckler, das war aber gerade nicht vom Internet, das war gerade vom Spiel. Also Spiel auch hin und wieder Ruckler, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Gerade wenn ich hier in dieser Ansicht bin, dann geht die FPS halt doch ein bisschen tiefer. Also hier ist dann doch ein bisschen mehr los. So, wie sieht's denn aus mit Weiterbildung? Weiterbildung, Weiterbildung. Okay, läuft noch alles. Was ist hier los? Wann stauen sich denn hier Leute an? Naja, ich schaff das schon. Dass sich hier gerade so viele anstauen, das ist Wahnsinn. Gibt es denn gerade zurzeit einen Arzt, der das könnte? Ist ja gut. Will mehr Pausen und ist hungerlaunig. Na, was soll ich denn damit? Mal ganz ehrlich. Günstig und langweilt Leute zu Tode. Ist in keinen Lernplan zu kompliziert. Ist in keinen Lernplan zu kompliziert. Hungerlaunig weg. Psychiater brauche ich nicht. Schwache Blase. Brauche ich nicht. Ist an sich nicht schlecht, brauche ich nicht. So, wir warten mal ganz kurz. Also ich sehe gerade, das ist ja so mega beliebt. Oh, was ist aber denn hier? Schmutzfink. Brauche ich auch nicht. Aber ich würde gerne dieses Zimmer hier kopieren. Das ist ja mega krass beliebt. Ich habe es nur gerade ein bisschen zu groß. Na wohl, warte mal. Ich könnte das...
Packen wir mal das hier hin. Achso, dann muss ich nur die Tür mal ganz kurz ändern. Machen wir mal ganz kurz hier die Tür weg. Mal ganz kurz hier einmal drehen. Dann kommt der hier rüber halt. Und dann können wir jetzt hier die Tür, nicht Fenster, Tür will ich haben. Die Tür. Und zack. Bräuchte man natürlich nur noch mal einen, der das kann. Die haben beide Forschung drin. Forschung will ich aber nicht. Also können die beide gerade weg. Ja. Ich bin ja auf Besuch. Auch nicht. Kann ich das den Leuten eigentlich überhaupt beibringen? Nicht, dass ich hier die ganze Zeit wegklicke und ich kann das den... Oh, warte mal. Ja, Radiologie kann ich beibringen, okay. Gut, dann muss ich halt jetzt nur noch einen Arzt finden, den ich das halbwegs beibringen kann. Weil, guck mal, die Schlange wird ja immer krasser. Aber ich weiß, was ich fühle. Ah, der ist wieder... Und der ist vor allen Dingen reizbar. Ja, ich bin da sehr knauserig, was mein Personal angeht. Ich weiß. Na, guck mal, jetzt zum Ende des Jahres wird es langsam weniger mit den Todesfällen. Ich habe nichts gesagt. Jetzt ist der zu schade, der könnte jetzt auch wieder ein bisschen mehr vertragen. Notfall in der Apotheke, ja, meinetwegen. So, was hast du denn? Unhygienisch. Hat kein Profil im Internet. Wäscht sich nicht die Hände. Weg. Was bist du für einer? Günstig und grüner Daumen. Du bist mein Freund. Du kriegst auch gleich eine Weiterbildung, und zwar die Radiologie von mir. Aha, das könnten auch noch gleich viele, viele andere auch noch machen. Kurs starten. Ja, bevor hier die Radiologie erstmal in Einsatz ist. Was wollte ich denn gerade noch machen? Apotheke macht gerade was. Das macht gerade was. Wir könnten nochmal einen Psychologen eventuell beauftragen. Guck mal, da haben wir doch einen. Lustig. Naja, wenn er lustig ist, ist er ja gut. So, wo ist er? Er ist hier. Zack, zack. Zack, zack. So, dann haben wir jetzt auch nochmal einen Psychologen. Also die Schlange wird echt immer krasser hier. Besuch vom Bürgermeister, okay. Zack. So, marketingmäßig sollen wir auch noch was machen. Das läuft aber noch. Okay, ey, das werden echt gerade immer mehr 90 Patienten. Das ist echt schon heftig. So, wie viel können wir dann weiterbilden? Wir haben zwei Räume gerade wieder frei. Dann machen wir das mal. Pass mal auf, ich mache mal ganz kurz Pause. Was ist das hier? Neue Krankheit. Entscheidungs... Was? Entscheidungsexem? Okay. Was können wir denn hier alles machen? Guck mal, du bist ja ein wunderschöner Arzt. Du hast sogar Diagnostik auf 3. Höher geht sowieso nicht. Dir könnte ich noch was anderes Schönes geben, damit du komplett bist. Entweder Allgemeinmedizin, Diagnosekompetenz 15%. Jetzt müsste ich nochmal ganz kurz zurück. Ich müsste nochmal ganz kurz gucken, ob ich gleich noch ein paar mehr davon reinhauen kann. Also dir würde ich das gerne geben. Dir auch. Du hast es schon. Du nicht. Guck mal, du könntest sowieso Forschung auf 3. Das könntest du definitiv schon machen. So, dann haben wir ja noch ein Zimmerchen haben wir ja noch frei. So, warte mal. Du allgemein. Du auch. Und haben wir hier noch irgendwo einen? Du nicht. Nee, haben wir gerade nicht. Also, The Francis... Francis Pars. Oh, was? Diagnostik gibt's 4?
Nee, das ist so eintönig. Ich will hier Allgemeinmedizin haben. French is faster, also. Oder er. So, Kurs starten und dann können wir wieder Play machen. Was ist ein niedriges? Nee, das ist zu langsam. Das ist doof. Nee, warte mal, dann machen wir ganz kurz Play. Brauchen wir echt nochmal einen Assistenten? Kommt ihr da echt nicht hinterher? Unglaublich langweilig, günstig. Nee. Das hier mit Marketing brauche ich auch nicht. Du kannst raus. Du kannst raus, du kannst raus. Der Logan. Hungerlaunig und streitet gern. Kann ich auch nicht gebrauchen. Was soll ich mit denen an der Info? You got Harrison Wolf on Two Point Radio. Two Point Radio, herzlich willkommen. Achso, na gut. Apotheke ist gerade ein bisschen voll durch diese Notfallpatienten, ja. Ja, okay. So, wie sieht's denn hausmeistertechnisch aus? Können wir da eventuell nochmal einen einstellen? Guck mal, der hat jetzt zum Beispiel Instandhaltung und ist charmant. Wir stellen ihn einfach mal ein, weil wir haben das Geld gerade. Oh, Auszeichnung. Na, pass auf, die gucken wir uns an. Alles klar, Herr Scharocke. Ach, siehst du, ich wollte ja sowieso um eins zu denn ungefähr aufhören. Ungefähr. Ich wünsche dir einen angenehmen Schlaf und vielleicht hören wir uns ja morgen. Außer du möchtest dir nochmal den Gesundheitspreis anschauen. So, aufsteigender Stern. Okay, den gewinnen wir eigentlich, glaube ich, jedes Mal. So, Arbeitgeber des Jahres. Ja, wunderschön. Keine Todesfälle, also definitiv wir. Definitiv. bestes... Tut er. Bestes Lehrkrankenhaus. Ja, okay, also was wir ausgebildet haben in das eine Jahr, das ist schon wieder Wahnsinn. So, Patientenpreis kriegen wir auch. Das kann ich überhaupt auch nicht verstehen, so viele Leute wie gestorben sind das eine Jahr. So, Krankenhaus mit dem höchsten Prestige, das sind wir nicht. Okay, das waren wir davor das ja auch nicht. Krankenhaus mit der besten Forschung, das sind wir. Und das Krankenhaus des Jahres. So, Flemington. Gut. Na, ist doch schön, ist doch schön, ist doch schön. Achso, Assistenten muss ich ja noch, wollte ich noch mal gucken. Hungerlaunig. Nein, was sind denn man hier für Leute? Ich mache hier gleich Marketing und dann irgendwas auf Personal. So. Tja, sehr fürchtererregend. Radiologie immer noch nicht fertig. Okay. Weiterbildung, Radiologie ist fertig. Alles klar. Sehr schön. Dann kann ich ja gleich weiterbilden, ausbilden. Ja gut, du bist alleine gerade, ja. Na, dann machen wir dich alleine. Diagnostik auf 2. Zack. Aufstarten. So, dann gucke ich jetzt nochmal. Gut, Herr Rocke. Mach es gut. Eine schöne gute Nacht gewünscht. Und eventuell bis morgen. Oder bis nachher, mittlerweile. So. Mensch, ich hätte gern noch irgendeinen wunderschönen Assistenten, der auch ein bisschen was auf dem Kasten hat. Unhygienisch, inspirierend, Romantiker. Komm, du, besser wie nix. Hä? Jetzt habe ich einen Patienten angeklickt. Dick wollte ich doch haben. So, warte mal. Du mach mal bitte alles. Außer das. Das haben wir nicht, nämlich eh nicht gebaut. So, ja? So machen wir das jetzt. So, haben wir noch irgendwo Warteschlangen? Nein, haben wir nicht. Okay, dann würde ich jetzt wieder weiter ausbilden. Ärztetechnisch. Psychiatrie 2. Zack. So, dann sind wir ärztetechnisch müssten wir eigentlich echt langsam gut dabei sein.
up any minute, and this mic here is the match that lights the fuse. So. Stay tuned for the world. Dankeschön, lieber Scharocke. So, jetzt müsste das hier eigentlich auch viel, viel schneller gehen. Jetzt hat hier nämlich Forschung auf 3. Sollte eigentlich echt gut vorangehen, glaube ich. So, das sieht man gerne. Das sieht man auch gerne. Ne, das sieht man nicht ganz so gerne. Der wartet mir schon wieder zu lange. Warte mal, hier müsste ich eigentlich auch mal eine Bank hinbauen. Können die sich wenigstens mal hinsetzen? So, jetzt arbeiten hier auch schon 2, das ist sehr gut. Kann ich den upgraden? Nee. Oh, da ist eine Behandlung fehlgeschlagen. Okay, okay, okay. Noch eine. Das hier gefällt mir gar nicht, halt. Dass er nicht mehr so viel Gesundheit hat. Kann ich irgendwie deine Warteschlange irgendwie noch ein bisschen verkürzen? Du hast einen Termin in der Apotheke. Gesundheit kritisch. Diagnosesicherheit ist nur bei 93%. Glykantropie hast du. Ich hoffe, dass ich jetzt die Warteschlange noch ein bisschen verkürzen konnte. Vielleicht sollte ich das immer so machen, wenn ich dieses Zeichen sehe, dass ich die Warteschlange einfach verkürze. 5 von 6 Patienten geheilt. Ja, wunderbar. So. Warte mal, haben wir das Herz hier noch irgendwo? Nein, haben wir gerade nicht. Wir haben echt gerade nur den einen. Ich will mal gucken, ob wir den jetzt echt behandeln können. Oh nein. Gesundheit ist runtergefallen. Er kam zu spät quasi. Ach so, Kacke. Kling, kling, macht es. Ich will mal gerne meine Hausmeister. Guck mal, die haben so viel hier. Die können mal ein bisschen was hier. Instandhaltung. Auf 2 könnte man machen. Bei dem, bei dem, bei dem. Und bei dem. Okay, Instandhaltung auf 2. Ja, Instandhaltung, das ist ja quasi die Verleih für bessere Reparatur und Instandhaltungskompetenz. Zack, zack, zack. Zack, zack. Gut, das sind sehr viele Hausmeister auf einmal jetzt ausgeschaltet. So, dann können wir hier nochmal was machen. Die anderen beiden. Er könnte quasi auf 3 gehen. Oh, er könnte sogar auf 4 gehen. Na holla, die Waldfee. Aber wir haben gerade keinen Lehrer dafür. Ärzte technisch, wie sieht es denn da wieder aus? Da haben wir Dick. Machen wir mal Allgemeinmedizin bei dir. Harrison Wolf's got some big news. That's right. I just found out last week's fireworks were staged to send a scene from outer space. So keep an eye out for any unusual tools.